Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört mit diesem wunderschönen Lebewesen hier vor uns, den glühenden Kamel. Es wird sofort erschlagen werden. Wow. Na schade, ich stehe nicht mehr hinter ihm. Zack, umgeworfen, Ohnmacht. Du hast keine Chance gegen mich. Beziehungsweise gegen unser Team. Da eine Ratte drauf, währenddessen hauen wir es kaputt. Ist doch gut, dass wir es verprügeln. Das ist Stufe 6, müssen wir ein bisschen hier aufleveln. So, gleich kann ich es wieder zum Schwanken bringen. So, wer will jetzt umwerfen? Zack! Okay. Da findet der Krieg statt. Wir müssen noch die Nebenquest annehmen. Fällt mir ein. Du, Pollux. Du hast eine Nebenquest, habe ich gehört. Eine Lieferung kam vom Kurs ab. So, was willst du denn haben? Oh, ich muss eine Kiste finden. Der ist in der Richtung. Na gut, ist ungefähr auf dem Weg, ne? So, ist hier oben noch irgendwas? You don't want to go any further. This isn't the way to Alfetto Valley. Come on, let's get the spark out of here. Das sind Stufe 22 Viecher, die mich instant umbringen. Das einzigartige Etwas lasse ich mal in Ruhe. Kann ja sein, dass ich noch eine Nebenquest bekomme, die mit dem zu tun hat. Wie heißt du denn überhaupt? Well now, ain't that a challenge? Schmeichende Lilith. Diese Lilith, die scheint ihn sehr stark zu schmeicheln. Na, Lenny? Wie geht's denn dir? Was ist denn mit Django? Dein Team wurde ausgelöscht. Okay. Er ist der einzige Überlebende einer Truppe und ich muss die wahrscheinlich in die nächste Welt begleiten. Ja, werde ich tun. Ein Abschiedslied. Aber erstmal, ich hole erst die Kiste, bevor ich den da bekämpfe. Je höher mein Level ist, desto besser. Glaubt mir, Leute. Das macht einen starken Unterschied. Krabbe! Ah, verdammt, ich stand da schon nicht mehr hinter ihm. Kommt, in Ohnmacht hauen! Ja, fein! Jetzt verprügen wir den Krabberisch. So schlau scheint er wohl dann doch nicht zu sein. Klingenbohrer ist ganz praktisch, der ist immer sehr schnell wieder aufgeladen. So, zack. Schwanken. Und Ohnmacht. Und tot. Das trifft's besser. So, wollen wir uns mal wie die Lemminge einfach in den Tod stürzen. Ich habe eine Teigbohne eingesammelt. Das mächtigste aller Items. Das ist natürlich ein Scherz von mir, Leute. Nehmt nicht alles für bare Münze. So, da ist die Kiste. Was haben wir denn da Schönes drin?
Okay. Mission abgeschlossen. Dafür kriege ich einen Helm. Und einen Stirnschutz. Das ist ein besonderer Krabberich, da gibt es seltenere Items. Ah, die Spektralschale wahrscheinlich. Die habe ich dreimal jetzt gerade bekommen. Und wieder ein paar Silbermünzen. Da oben komme ich nicht dran, bin ich zu doof für. Jetzt komme ich da dran. Ich nehme vom Prinzip ja schon alles mit, was mir über den Weg kommt. Duftgras. Kenne ich doch. Das riecht wunderbar. Nein, keine Ahnung, wie Duftgras riecht. Da oben sind auf jeden Fall ein paar Tote. Wie die Lemminge! Früher bekam man Erfolg dafür. So, hier müssen wir kämpfen. Ein Scharmützel. Oh, man kann eine Seite auswählen. Oh, ich kann jetzt aussuchen, was bekämpfe ich. Ach, man könnte unter Umständen auch den Lebewesen helfen, aber natürlich kämpfen wir für unsere Einheit, ne? Ja, angefangen nicht ganz so gut. So, zack. Machen wir erstmal den da platt. Der hat schon so viel Schaden. Nur noch er ist übrig. Schlacht gewonnen! Okay, das war nicht mal die Hauptmission. Aber man kann auch mal an sowas einfach mal just for fun teilnehmen. Dann nehme ich mal an, dass da oben einfach die andere Nebenmission ist. Oh, looks like we can go on from here. Da oben sind ein paar Höhen. Wie komme ich da am besten hin? More friends lost. Ich weise diesen drei Höhen den Weg ins nächste Leben. Ein wunderschönes Bild. Harmoniepunkte hat das gegeben. Ist hier sonst noch irgendwas? Da oben leuchtet ja was blau. Was ist das eigentlich? Da will ich hin. Irgendeinen Weg wird es schon geben. Einfach nur keinen Krieg vom Zaun zetteln. Dann kann ich es an das blaue etwas schaffen. Nein, 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 nein. Ich lehne höflich ab. Wir brauchen das nicht ausdiskutieren. So, guck in eine andere Richtung, Vogel. Du bist bestimmt auch aggressiv. Ein rundes Fragment. Ist das jetzt irgendwie besonders? Oder wofür habe ich jetzt meinen Hals riskiert? Ah, hier sind auch nochmal Leichen. Die Hasen gönnen sich. Kommt her. Euch mach ich fertig. Euch mach ich Hasenbeine. Stück. Wann bin ich?
Kommt Leute, haut ein bisschen mehr drauf. Ich kann doch nicht alles alleine machen. Und macht! Zack! Hat nicht großen Effekt gehabt. Oh, es hat den anderen nicht mehr getroffen. Schade. So, euer Drop. Lanz, dein Drop, es schwankt. Lanz hat seinen Drop verpennt. Und tschüss. Hasen abgeschlachtet. Heute gibt's Hasenfleisch. I know it's grim, but it needs doing. Also diese Szenerie finde ich immer wieder wunderschön. Vor allem das Lied, was da trällert, ist richtig schön für die Ohren. Richtig beruhigend. So, ich gönne mir natürlich den Container hier hinten noch, den ich hier schon vom weiten Leuchten gesehen habe. Ist doch wohl klar. Ist meiner. Wonder what's inside. Ein Edelstein. Deinen Freunden haben wir den Weg gewiesen. Aber du musst jetzt allein damit klarkommen. Gern geschehen. Dafür habe ich Geld bekommen und SP. Ich kann danach noch mal mit denen reden. Mit dem in der Siedlung soll ich dann doch auch noch mal reden können, oder nicht? Beziehungsweise den nah an der Siedlung. Seine Mission habe ich ja auch gemacht. Eben kurz ein paar Punkte abstauben. Nee, der hat sich verzogen. Ich gehe den nicht suchen. Mach ich wenn offscreen. Ich würde sagen, wir kämpfen noch den, die Lilith hier. Komm! Ja, drei gleichzeitig. Ja, es liegt. Und der eine Hase kämpft sich mit. Guckt, wir haben den ersten Bosskampf. Naja, den ersten Mini-Boss. Den ersten Boss hatten wir ja schon so gesehen. Der war ein Lauch. Wir sollten aber erstmal die Ads töten, ne? Also die kleinen Hasen. Was ist das für ein Timer? Will den mal jemand heilen? Bleibt mal wieder an mir hängen. Muss man auch mal einfach nur drin stehen. Früher musste man was drücken. Weiß schon, warum ich erst auf die Ads gehe. Heilung, Leute! Schön, dass der Heiler seinen Job so gut macht, ne? Okay, den Kampf hat der Hase gewonnen, weil der bei der Heiler nicht einmal seinen Job gemacht hat. Aber was kannst du eigentlich? Okay, den Kampf hat der Hase gewonnen. Würde der Heiler seinen Job mal machen, dann könnte es vielleicht anders aussehen. Aber tut er natürlich nicht. Ja, Leute, das war's heute mit Xenoblade Chronicles 3. Nächstes Mal machen wir Hauptstory wieder weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.